Endlich finde ich das Flamingo-Pokémon, aber es gibt ein Problem. Und was ist das für ein seltsames Tor? Hey, hey, hey! Na, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur. In der letzten Folge haben wir das Unlichtlager von Team Star ausgerottet und das war eine sehr merkwürdige Situation in jeder Hinsicht. Aber das hat sich trotzdem gelohnt, denn nun können wir mehr TMs herstellen und sind nun ein bisschen wärmer geworden mit unserem Schuldirektor, der sich als absoluter Cringe-Lord in diese Mission integriert hat und warum auch immer so getan hat. Als wäre er 30 Jahre jünger. Ja, ganz, ganz kurios. Vor allem auch der Kampf gegen diesen Partywagen. Aber so ist es nun, ne? Ich könnte natürlich jetzt direkt weitermachen mit dem Feuerlager, was in der Nähe von Boladin steht. Aber erstens weiß ich nicht genau, ob ich jetzt mittlerweile stark genug bin. Und andererseits möchte ich nicht zweimal hintereinander das gleiche machen. Deswegen geht's jetzt in die Pampa, hier in der Nähe von Boladin, Richtung Norden. Da gibt's an der Küste ein einzelnes Pokémon-Center in der Nähe eines Sumpfes und ich frage mich, was ist dort? Irgendwelche seltenen und vor allem neue Pokémon sollten da sein. Also machen wir uns auf die Suche in diesem großen Erkundungspart. Jetzt wird aber auch erstmal gekämpft gegen starke Trainer, also zumindest der hier hatte wieder eine schwarz hinterlegte Textbox und ist somit stärker als die anderen Trainer hier in der Umgebung. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass der mega heftig ist. Ich habe noch nicht auf das Level geachtet. Ja, wobei er sogar Verkuli hat. Das Ding ist halt einfach, man kann hier ja theoretisch schon am Anfang hin. Deswegen wird er nicht allzu stark sein. Ach ja, ich bin ja total lost. Ich dachte gerade, es wäre die Weiterentwicklung. Ist sie natürlich nicht, sondern noch die Vorentwicklung auf Level 12. Da sollten wir nun wirklich keine Probleme haben. Weil ich als nächstes Hauptziel nun die Elektro-Arena anvisiere, habe ich einige Gesteins- und Boden-Pokémon im Team, die ich gerne trainieren möchte. Um gute Karten gegen die dortige Streamerin und Influencerin zu haben. Nein, das ist kein Scherz. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr alle diese kuriosen Trailer gesehen habt. Ja. Diese Arena-Leiterin ist unser nächstes Ziel. Denke, die ist auch nicht so schwer. In ihrer Beschreibung steht, dass sie mehr auf Fame achtet als auf Kämpfen. Also die will halt wirklich nur abcashen, die Tier 3 Subs. Und benutzt einfach ihre Position als Arena-Leiterin, um OnlyFans Subs zu generieren. Eisenabwehr statt Katapult. Machen wir! Vielleicht kriegen wir bis dahin ja auch noch die ein oder andere Entwicklung hin. Also ich denke mal, Geosali wird auf jeden Fall eine Entwicklung haben. Klippe vielleicht eher nicht. Allerdings soll Klippe ziemlich stark sein. Mal sehen, ob ich das bald bestätigen kann. Hier ist noch die TM Felswurf. Komplett neu. Und das könnte man Klippe beibringen. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Die grünen Wiesen sind ganz schön. Oh, vor allem der Shot. Also wenn das Spiel will, dann kann es schon ganz okay aussehen. Aber es muss halt wollen.
Beziehungsweise die Entwickler müssen wollen. Die Pokémon Company. Ja, aber viele vergessen auch immer, Game Freak ist zum großen Teil die Pokémon Company. Da ist der Flamingo! Oh mein Gott, ist der schön! Komm her! Aber wie schwäche ich den jetzt? Ohne ihn zu killen. Ah, weißt du was, wir schmeißen einfach Bälle. Habe ich noch einen Nestball? Natürlich nicht. Okay, ich hoffe, ein Superball reicht. Komm her zu mir, Cutie! Keine Ahnung, ob der auch eine Entwicklung hat, aber der hat natürlich ganz, ganz gute Chancen, ein festes Teammitglied zu sein. Flamingo, ich hab dich gefunden! Yeah! Und eigentlich hätten wir ihn schon viel früher haben können, weil das ist ja hier das Anfangsgebiet eigentlich. Nein, er hat den Kampftyp? Was? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Warum ist das ein Kampf-Pokémon? Das überstandet sich mit Pam. Flugkampf. No. Ich kann nicht beide nehmen. Das wäre halt los. Apropos los. Was ist das? Mann, warum... dieser Sprung von Miraidon ist Müll. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Der müsste locker noch mal einen halben Meter höher springen. Dann wird's auch viel weniger Bugs geben. Ist einfach nur anstrengend. Ja, ich muss mir da jetzt eine Lösung überlegen. Wegen des Flamingo-Pokémon. Oh, aber die sind so schön. Oh mein Gott. Aber Fakt ist, wir können nicht beide nehmen und ich möchte eigentlich Pam auch nicht aussortieren. Außer es stellt sich am Ende raus, die Stats sind Müll. Oh, es ist schön, es ist schön, oh mein Gott. Endlich ein Flamingo-Pokémon. Fehlt eigentlich nur noch ein Delfin. Dann haben wir alles, was wir uns seit Jahren wünschen. Aber da der in Alola nicht kam, wird er nie kommen. Gut, da hinten ist noch... TM Nummer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Käfertrutz. Kennen wir schon. Nichts Neues. Klippe, wo willst du hin? Hier sind jede Menge Latiri, die du abschlachten kannst. Tu es. Ich glaube, ich bin schon in der Nähe von dem Moor. Am Ende sind da einfach nur noch mehr Fidino. Wir werden sehen. Ja, der Flamingo ist hier sehr präsent. Kann man nicht übersehen. Aber wenn man nicht weiß, dass der da ist, findet man ihn halt auch nicht. Oh, wieder Ball. Das erste Mal, dass wir diesen Ball in Händen halten. Auch der ist nun registriert. Da, da, da. Oh, hallo. Seltsames Tor. Wovon redest du? Ich bekomme dieses komische Tor nicht aus dem Kopf. Vielleicht lenkt mich ja ein Kampf ab. Was meint der? Ist hier noch was Besonderes? Oh, der Paradiesvogel. Das zweite Mal, dass wir ihn im Kampf sehen. Wild leider noch nie. Den müssen wir auch noch fangen. Keine Ahnung, was der für ein Typ hat. Aber ich finde ihn auch ganz hübsch. Von den Flug-Pokémon gefallen mir, glaube ich, alle bislang. Generell, ich bin etwas verwirrt. Tatsächlich gefallen mir bislang fast alle neuen Pokémon. Ein paar sind so... Aber es war jetzt noch keine einzige Ultra-Katastrophe dabei. Ich hoffe, das zieht sich bis zum Ende durch. Dann wäre das, was neue Pokémon angeht, eine der besten Gens.
Gibt vieles zu kritisieren, aber das dann nicht. Ja, und ich glaube, ohne die Kletterfunktion kommen wir an den Ball da oben nicht ran. Schade. Aber dann nehmen wir uns TM Konfu-Strahl mit. Schmeckt. Jetzt aber nochmal die Frage, was meint er denn für ein Tor? Da hinten? Nee, das ist ein Felsen. Kannst du mir nicht einen Tipp geben? In einer Felswand da hinten ist ein Tor, das mit Ketten verschlossen ist. Da schien auch ein schwaches Licht durch. Ich frag mich, was das war. Hä? Also auf der Karte ist nichts. Und normalerweise ist alles auf der Karte. Hier ist das Pokémon Center übrigens. Und das Moor. Ich schaue mich mal da hinten kurz um. Das interessiert mich jetzt. Was meint der? Ist kein Tor. Was labert der Typ? Aber noch eine TM. Und ich habe sie weggedrückt aus Versehen. Verdammt, was war das jetzt für eine TM? Mann! Steht da neu dabei? Ah, ich glaube, es war Gedankengut. Gedankengut ist jedenfalls neu in meiner Sammlung. Was passiert hier? Meryl? Hyperball? Legs? Und zwar richtig heftige? Die Performance von dem Spiel ist so gottlos scheiße. Ja, ich finde kein Tor. Also, vielleicht kommt das noch. Aber er hat halt gesagt, da hinten. Vielleicht hat das mit einem legendären Pokémon zu tun? Oder mit den Zauberstäben? Ach da, jetzt sehe ich was. Da vorne. Okay, das ist wirklich merkwürdig. Und das könnte tatsächlich mit den Zauberstäben zu tun haben. Auf dem Schrein ist etwas kaum Leserliches eingraviert. An diesem Ort wurden die Unheilstafeln versiegelt. Was? Unheilstafeln. Ich habe keinen Plan, wovon da die Rede ist. Aber möglicherweise kann man das tatsächlich mit den Zauberstäben öffnen. Wir müssen nur einfach mehr finden. Das ist ja mal interessant. Oh, Psystrahl. Jo Leute, es lohnt sich allein schon wegen den TMs herzukommen. Es gibt hier echt viele. Hier ist sogar noch eine. Säurespeier. Ist ja irre! Da kommt man ja gar nicht hinterher mit dem Sammeln. Ja, das kennt die Framerate, ne? Mit dem nicht hinterherkommen. Ich würde gerne noch darauf, aber scheint nicht so einfach zu sein ohne Klettern. Oh, warte. Sag bloß, ich komme gar nicht zu dem Moor. Was? Hier ist Endstation? Von hier scheint es tatsächlich nicht möglich zu sein. Also ich habe mir das Ganze nochmal rundherum angeschaut und leider kommt man da tatsächlich nicht so einfach hin. Das Gebirge ist einfach zu hoch. Ohne die Kletterfunktion ist das nicht machbar. Ich müsste über den Canyon kommen und selbst da durch Zone 5. Also man soll da eigentlich noch nicht hin. Und guck mal, da gibt es ja sogar Herkules Weiterentwicklung Wild. Wahnsinn. Ja, von Boladin aus wollen wir nun Richtung Elektro-Arena. Hab mir auch schon ein Pokémon-Center auf dem Weg dorthin gekennzeichnet. Ist das das da vorne schon? Das ging schnell. Oh, noch ein Trainer. Den wir bekämpfen wollen. Nachdem wir Micro
vertrieben haben. Oh, Level 20. Ja, ich glaube, für die Elektro-Arena müssen wir noch ein bisschen trainieren. Da können wir nicht einfach hinspazieren. Zumal das ja auch alles Pokémon sind, die keine festen Teammitglieder sind. Also mit denen wird's echt nicht so leicht. Bist du auch gerade auf einem Spaziergang? Was für ein Zufall. Naja, genau genommen war ich auf Erkundungstour, musste diese allerdings mittendrin abbrechen. Aber hey, wir haben zumindest das Flamingo-Pokémon gefunden. Also ein Erfolg war es in jedem Fall. Und jetzt gar Stella. Ich hoffe, du schaffst das. Felswurf habe ich King Crab jetzt per TM beigebracht. Kann richtig schallern, wenn es häufig trifft. Dreimal immerhin. Gute Def-Werte habe ich bei King Crab erwartet. Das ist überzeugend. Ja, das Ding hat schon was drauf. Nur der Ruf, der ist sehr eigen. Klingt auch echt wie eine Kuh. Schaffst du den? GG. Oh, hallo. Hualelu. Ein Süßi. Das Pokémon auch. Aber sonst nichts Neues hier? Na gut, die Weiterentwicklung von Fekuli, ne? Na gut. Was servierst du? Ohoho. Dich werde ich zum Kochen bringen. Euer Pokémon. Nee. Was ganz anderes. Blackmon. Ja, und da haben wir natürlich ein Problem, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kann Oliver mal zeigen, dass er was kann. Aber ich befürchte, ohne die Weiterentwicklung ist das Pokémon sehr beschränkt in seiner Offensive. Boah, wobei, Two-Hit ist drin. Mega-Sauger haben wir zum Heilen und natürlich auch wieder das KP-stehlende, Attacken-verstärkende Wurzel-Item. Bitte schlaf jetzt nicht ein. Kill es! Gut. Sogar mit Crit. Ehre! Und du wolltest mich zum Kochen bringen? Fehlanzeige. Das war ein mieser Fraß. Da kocht mir das Blut in den Adern. Ich wollte doch nur Sandwiches für ein Picknick zubereiten. Kann ich auch selber. Ja, brauche ich dich nicht für. Ja, tatsächlich ist hier schon das Pokémon Center. Damit können wir hier jederzeit herfliegen. Und erneut ein Liga-Angestellter. Sesokids! Oh, wie süß. Haben wir da was? Nee, ne? Können wir nicht so ohne weiteres besiegen. Ah, ich guck mich noch um. Also, da ist ja auch das Feuerlager von Team Star, aber ich bleib dabei. Wir gehen erstmal zur Elektro-Arena. Ist das eigentlich schon die Stadt? Ja. Permanka City. Warte, was ist das denn? Tentacher? Aber nicht so, wie ich es kenne. Tentacher hat also eine Regionalform. Oh, und der Typ ist stark. Einige weiterentwickelte Pokémon mittlerweile in diesen Massenaufläufen, aber finde ich cool. In der Mitte, umringt von kleineren, das hat was. Östliche Zone 2, ne, kämpfen wir mal gegen die Dame.
Mein Pokémon und deine Pokémon, sind sie wirklich so verschieden? Total. Aussehen, wahrscheinlich Geschlecht, Stats, Level. Pokémon können sich in vielerlei Hinsichten unterscheiden. Und ich hoffe, ich kann dich besiegen! Schalellos könnte theoretisch eine Bodenattacke raushauen, die sehr effektiv ist. Wäre also besser gewesen, du hättest es geknackt. Aber nein, das ist ziemlich dumm. Denn mit der Attacke kommt es nicht weit. Felsgrab! Nice. Das war's schon von Barbara. Schwach. Sie sind ja total anders. Da gehst du jetzt steil, ne? Mit der Information. War total zu erwarten, aber gut. Wer Schlick da noch nicht hat, der findet es auch an diesem Strand. Ich glaube, ich schwimme mal kurz zu der Insel darüber. Das war eine gute Entscheidung. Ist das der Anfangsvogel? Wir haben ihn endlich gefunden, Leute. Ich habe halt jetzt nur nichts zum Paralysieren. Ja gut, komm, dann schnappen wir uns schnell Pam. Ich hoffe, das Spiel bricht dabei nicht zusammen. Denn die Möwe wollen wir fangen! Sieht schön aus! Voltrell? Also Typ Elektro? Ja, super. Dann hat sich das mit dem Paralysieren erledigt. Funkensprung ist wenigstens noch neutral. Ja, gut. Dann mit Gewalt. Yes! Es hätte sonst noch richtig eklig werden können. Der Anfangsvogel ist also Typ Elektro? Und wow, Pam konnte schwimmen. Das ist ja mal schön. Tatsächlich, Elektroflug. Aber so ein richtiger Anfangsvogel ist das ja jetzt nicht. Und was zur Hölle ist mit dem seinen Augen los? Ja, schade. Mit Typ Elektro wird er in meinem Team keine Chance haben. Da ist Pam mir einfach wichtiger. Oh, hier ist die Weiterentwicklung von Schlick da. Rot? Ist das normal? Oder ist das zu shiny? Das ist niemals so shiny, als ob ich Glück habe. Es sagt auch selber nein. Das ist kein Shiny, ne? Nee. Und außerdem viel zu stark. Digga, chill. Ist das dann vom Typ Wassergestein? Als in so einem Felsen sitzt? Interesting. Also ja, schon mal gesehen, aber ich warte, bis sich meins weiterentwickelt hat. Gut, dann schnell zurück. Wir haben dann noch einen super starken Trainer. Der will besiegt werden. Aber ob wir da eine Chance haben? Puh, das könnte echt eklig werden. Gut, dass ich Pam wieder im Team habe. Zwar ohne Item, aber ich vertraue drauf, dass du aufräumst. Er ist hartnäckig, sagt er. Ich auch. Ich bin so richtig hartnäckig und werde dir das mit meinem hartnäckigen Kampfstil beweisen. Er ist auch ein Schüler. Sieht eher aus wie so ein Wärter.
Mit Kirlia haben wir schon wieder komplett ins Klo gegriffen. Da hat Pam eigentlich keine Chance. Versuche aber noch zu paralysieren. Oh, warte, hat Kirlia echt so eine schlechte physische Verteidigung? Oh, lebt noch. Okay, dann versuche ich das tatsächlich mit Funkensprung. Das könnte reichen. Nice. Das ist ja richtig schlecht, die physische Verteidigung. Zengo. Oh, da müssen wir eigentlich drinbleiben wegen den Kampfmoves. Zengo ist Typ normal. Ich hoffe, der hat nichts gegen mich in der Hand. Probier's mal mit dem Supertrank. Wie sieht's aus? Schlitzer. Oh ja. Das war nicht mal ein Crit und trotzdem so viel Damage. Alter. Der wird jetzt wahrscheinlich Schlitzer spammen. Noch schlimmer. Er möchte zum Sweep ansetzen. Okay, Guys. Schnell Gähner. Yo, chill mal! Der sweept gleich mein ganzes Team tot. Die schlafen. Hilfe! Bist du schneller? Nein. Dann war das gerade eine schlechte Entscheidung. Weil er ja jetzt einschlafen wird. Ich habe ihm quasi eine Runde geschenkt dadurch. Oje, oje, oje. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde kaum Schaden machen. Ja, so ein Tool-KO wäre schon wichtig gewesen. Ja, super. Okay. Jetzt kann das ganz böse enden. Er hat sich geboostet. Er ist so schon krank drauf. Und es ist nicht so, als wenn der nicht vielleicht sogar Zertrümmerer im Moveset hat. Also mit den Gesteins-Pokémon bin ich jetzt auch nicht auf der sicheren Seite. Oder halt Metallklaue. Komm, wir brauchen 4 oder 5 Treffer. Bitte, bitte. Oder ein Quit, bitte. Nein. Come on. Ich denke, er geht nochmal auf die Metallklaue. Oh, fuck. Ich hätte den Kampf nicht starten sollen. Was ist hier los, Mann? Krank. Oliver, please. Überlebe irgendwie und kill es. Wir sind erledigt. Ich kann das nicht mehr gewinnen. Okay. Aber er hat noch ein Pokémon. Geil. Voll viele KP bekommen. Wenigstens bessere Attacke als Tackle. Könnte mich retten. Mal schauen. Was kommt? Die FEM. Ist der nur Flug? Und dann könnte Pam dann nochmal mit Funkensprung reindönern. Aber das Ding ist halt auch über mir, ne? Vom Level. Ja, 23. Hat der nicht sogar Fehlschwäche? Also in der Weiterentwicklung safe, aber... Ja, doch. Auch schon in der Vorentwicklung. Alright. Bitte nicht sterben. Ja, genau. Halt durch. Halt durch. Jo, du schaffst es, Ferkel. Come on. Bring ihn nieder.
Boah! Also diese schwarz hinterlegten Trainer, die sind echt krank. Klar, ich habe jetzt hier nicht mein volles Team am Start gehabt. Aber ich glaube auch mit den richtigen Pokémon wäre das hier ganz, ganz böse ausgegangen. Die sind actually echt herausfordernd, diese Trainerkämpfe. Das mag ich. Wow. Ich glaube, wir sind nicht bereit für die dritte Arena, oder? Trotzdem müssen wir im nächsten Part dahin. Oh mein Gott. Nicht verpassen und Like da lassen.